Der Merkantilismus war eine Form von Wirtschaftspolitik. Entwickelt wurde diese Art von Wirtschaftspolitik in der Zeit zwischen dem 16. und dem späten 18. Jahrhundert, zuerst in Frankreich, dann in England und schließlich in ganz Europa. Im Kern ging es bei dem Merkantilismus darum, dass der König mehr Geld brauchte. Warum der König dringend mehr Geld benötigte und auf welche Weise man dieses Geld beschaffen wollte, zeigt dieses kurze Video. Es ist für Kinder der 7. und 8. Klasse gedacht. Naja, und als Wiederholung hilft es vielleicht auch den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Ihre Anfänge hatte diese Wirtschaftspolitik in Frankreich, in der Zeit des Absolutismus. Der damals herrschende französische König, Ludwig XIV., brauchte Geld und forderte 1665 seinen Generalkontrolleur der Finanzen und späteren Staatssekretär des königlichen Haushalts, Jean-Baptiste Colbert, auf, dieser Forderung nachzukommen. Aber warum stand der französische König so sehr unter Gelddruck? Nun, Ludwig XIV. Musste sein neues riesiges Schloss in Versailles, aber auch seine teure Hofhaltung, seine zahlreichen Feste und die anwesenden Adligen, seine vielen Staatsdiener und sein stehendes Heer bezahlen. Er brauchte also neue Einnahmequellen. Diese Einnahmen für den Staat nennen wir Steuern. Der König wollte also seine Steuereinnahmen erhöhen, aber leider kam an dieser Stelle ein weiteres Problem hinzu. Denn nicht nur brauchte der König Geld für sich und sein aufwendiges Leben, nein, von den drei Ständen, die die französische Gesellschaft ausmachten, zahlte nur ein Stand, nämlich das Bürgertum, Steuern. Die vermögenden Mitglieder des kirchlichen und des weltlichen Adels waren von den Abgaben befreit, sie kamen also als Geldquelle nicht in Frage. Damit kommen wir zu der eigentlichen Frage, mit welcher Wirtschaftspolitik Jean-Baptiste Colbert die Steuereinnahmen erhöhen konnte. Nun, zunächst wusste er, dass 90% der französischen Bevölkerung auf dem Lande lebten. Er wusste zudem, dass hier eine Produktionssteigerung und damit mehr Einnahmen nicht möglich waren. Warum? Tja, weil man die Ergebnisse in der Landwirtschaft nur begrenzt steigern kann und man überdies immer auch von klimatischen Bedingungen abhängig blieb. In heißen oder verregneten Sommermonaten konnte die Ernte schnell auch einmal ausfallen. Deshalb suchte Colbert einen anderen Weg. Zu seinem wichtigsten Ziel machte er es, so viele französische Waren wie möglich auszuführen, also zu exportieren und erfolgreich im Ausland zu verkaufen. Denn an jedes in Frankreich hergestellte und dann verkaufte Produkt waren Steuern gebunden. Damit sich aber diese französischen Waren gut und überall und viele Male verkauften, mussten sie preisgünstig sein. Und dafür ließ sich Colbert einiges einfallen. Er ließ zum Beispiel Straßen und Kanäle bauen, damit innerhalb von Frankreich Materialien und Produkte schneller, ohne Umwege und damit kostengünstig transportiert werden konnten. Zudem ließ Colbert die Ausfuhrzölle, also Ausfuhrgebühren, für französische Waren senken und Einfuhrzölle für alle Waren aus dem Ausland nach Frankreich erhöhen. Das hatte zwei Folgen. Französische Waren konnten nun kostengünstiger im Ausland angeboten und also leichter verkauft werden. Und umgekehrt war es für ausländische Waren mit dem zusätzlichen Zoll schwer, in Frankreich gut verkauft zu werden. Um die Waren, die in Frankreich hergestellt wurden, billig zu halten, mussten sie aber natürlich auch billig produziert werden, also von Arbeitern, die einen geringen Lohn bekamen und die Waren schnell und makellos produzieren konnten. Hier kam eine weitere Idee zum Tragen. Man stellte die Waren nämlich nicht mehr in Heimarbeit alleine her, sondern produzierte die Waren in Manufakturen. Was sich dahinter verbirgt? Manufakturen waren Betriebe, in denen mehrere Handwerker arbeiteten, aber jeder für einen eigenen Arbeitsschritt zuständig war. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Ein Stuhl mit seinen Stuhlbeinen, seiner Sitzfläche, seiner Lehne, seinen Schrauben und seiner Lackierung wurde nicht mehr zu Hause von einem einzelnen Arbeiter gebaut. Nein, in der Manufaktur gab es für jedes Teil einen Experten. Ein Arbeiter sägte das Holz, einer schliff es, einer bohrte die notwendigen Löcher, einer lackierte das Holz, einer verband die Sitzfläche mit den Stuhlbeinen und einer schraubte die Lehne an. Welche Folgen das Ganze hatte? Ganz einfach, so konnten mit einem Mal viel mehr Stühle produziert werden. Und damit wurden sie billiger. Und ganz nebenbei wurden so neue und zugegebenerweise billige Arbeitskräfte geschaffen. Übrigens hatte diese vom Staat organisierte Wirtschaftspolitik noch einen kleinen,
aber für die Zukunft wichtigen Nebeneffekt. Es wurden nämlich Gewichte und Maßeinheiten für das gesamte Land vereinheitlicht. Und noch etwas kam Jean-Baptiste Colbert in den Sinn. Er verlängerte die Arbeitszeit, indem er die Zahl kirchlicher Feiertage reduzierte. Zudem verbot er für die Arbeiter ein Versammlungs- und Streikverbot und regelte die Arbeitszeiten in Gewerbeverordnung genauestens. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Merkantilismus eine Wirtschaftspolitik war, die danach strebte, möglichst viele Waren aus dem Land auszuführen und zugleich wenige fremde Waren ins Land ließ. Es ging also um eine vom Staat gelenkte kaufmännische Politik. Daher kommt auch der seltsame Name, denn das französische Wort für den Kaufmann heißt Mercator. Nur, der Begriff Merkantilismus war keine Selbstbezeichnung, sondern wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den Begründern der klassischen Nationalökonomie um Adam Smith kritisch eingeführt.